Diese Deutsche ist der Superstar in der Türkei, Vilma Ellis. Die Schauspielerin lebt hier ihren Traum, wird ohne Ende gefeiert. Die Welt gehört uns. Wir besuchen die 28-Jährige in Istanbul und erfahren, wie sie hier so berühmt wurde und warum sie so ein Fan des türkischen Fernsehens ist. Die deutschen Serien könnten sich mal eine Scheibe von den türkischen Serien abschneiden. Und Vilma beichtet uns auch, warum ihre Anfänge in der Türkei so hart waren. Es war natürlich schon schwierig, weil mich alle Leute gehasst haben. Das ist das Leben von Vilma Ellis. Wir sind in der türkischen Metropole Istanbul, Vilmas Zuhause. Zunächst geht es ans zweitgrößte Filmset der Welt, etwas außerhalb von Istanbul. Hier spielt Vilma in der Serie Filinta eine Hauptrolle. Herzlich willkommen am Set von Filinta, einer osmanischen Krimiserie. Vilma ist mittlerweile schon seit 5 Jahren in Istanbul. Die Kölnerin spricht perfekt Türkisch. Die Szenen kriegt sie problemlos hin. Als sie herkam, sah das noch ganz anders aus. Die 28-Jährige kannte kein einziges Wort Türkisch. Ihre Texte lernte sie Wort für Wort auswendig. Was mich am meisten geärgert hat, war, dass ich keine Witze machen konnte, weil dafür braucht man ja schon ein sehr gutes Türkisch. Hab dann aber durch die Drehbücher Türkisch gelernt und dann halt auch mit den Freunden. Ich hatte halt nie Unterricht, aber langsam hat sich das dann entwickelt. Für Vilma ist das ihr Traumjob, auch weil die Serien sehr aufwendig und mit riesigen Budgets gedreht werden. Für kleinste Szenen gibt es einen Haufen Komparsen. Zahlreiche türkische Serien werden in unzählige andere Länder weiterverkauft. Das lohnt sich auch für Vilma. Für die Schauspieler, die halt sehr bekannt sind, ist die Bezahlung auf jeden Fall viel besser als in Deutschland. Filinta ist bereits Vilmas zweite Serie in der Türkei. Die Kölnerin spielte hier auch schon in 12 Kinofilmen. Bekannt wurde sie durch ihre erste Serie, So wie die Zeit vergeht. Die brach in der Türkei alle Zuschauerrekorde mit Einschaltquoten bis zu 70% und wurde in über 70 Länder verkauft. Klingt toll, doch die Anfänge waren für Vilma der Horror. Da sie in der Serie eine Ehebrecherin spielte, wurde die Schauspielerin angefeindet. Das war natürlich schon schwierig, weil mich alle Leute gehasst haben, weil ich in der Serie ja das böse, blonde Gift gespielt habe und eine Familie zerstört habe. Die haben auch meine Ausweisung gefordert und das war für mich schon so ein Up and Down der Gefühle. Die Chance für das Casting bekam Vilma damals durch einen befreundeten türkischen Regisseur. Die Kölnerin griff zu. Doch warum die Auswanderung und nicht eine Karriere in Deutschland? Ich wollte immer ins Ausland. Ich wollte immer so viel Abenteuer wie möglich erleben. Und dann kam das und habe ich gesagt, das ist doch genau das, was ich mir mal erträumt habe. Vilma hat die Entscheidung nie bereut. Kein Wunder, die Blondine ist hier ein Superstar. Hat mehrere Assistenten, wird von Designern ausgestattet. Jeder kennt sie, jeder will sie, ob in Talkshows oder bei Events. Vilma ist hier omnipräsent, räumt bei Verleihungen Preise ohne Ende ab. Istanbul ist jetzt ihre Heimat. Die Kölnerin ist mittlerweile sogar offizielle Botschafterin für das türkische Fernsehen. Die 28-Jährige kriegt bald auch die türkische Staatsbürgerschaft und nimmt dann zusätzlich einen türkischen Vornamen an. Für die Einheimischen ist sie mittlerweile eine von ihnen. Ich denke, sie ist talentiert und süß. Die Türken lieben sie. Viele denken, sie wird schon zu einer türkischen Frau. Und sie hat hier in Istanbul ihren Traummann gefunden, den Bauunternehmer Kerem Gögöz. Mit dem 34-Jährigen erwartet sie jetzt Nachwuchs. Ich bekomme jetzt Zwillinge. Oder wir bekommen Zwillinge zusammen mit Kerem. Ein Junge und ein Mädchen. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Es sind noch wenige Wochen. Und das ist schön, dass ich halt eben auch hier so meine Familie jetzt gefunden habe. Die beiden haben kirchlich geheiratet. Der Antrag fand hoch über den Wolken statt. Als er mich dann dazu eingeladen hat auf die Reise, habe ich gedacht, das ist irgendwie schon so ein Hinweis, mal schauen. Und dann hat er mir dann einen Heiratsantrag oben über den Wolken gegeben und hat gesagt, hier meine Familie, mein Großvater, meine Großmütter, die sollen jetzt Zeuge sein, möchtest du meine Frau werden.
Und schlecht geht es den beiden in Istanbul definitiv nicht. Wilma und ihr Mann wohnen in dieser Luxusvilla in einem Nobelviertel mit allem, was man so braucht. Ein schönes Leben, doch es hat seinen Preis. Auch im 8. Monat schwanger absolviert Wilma hier noch 14 Stunden Drehtage. Ist ständig unterwegs, um die Karriere weiter am Laufen zu halten. Nebenbei arbeitet sie auch als Model, war bereits auf allen wichtigen Covern. Wir begleiten sie in Istanbul zu ihrem letzten Shooting vor der Geburt. Mittlerweile ist es 23 Uhr. Wilma macht trotzdem weiter und verrät uns, dass ihr so scheinbar perfektes Leben durchaus Schattenseiten hat. Klar, ich vermisse besonders an Deutschland meine Familie. Wirklich sehr, besonders jetzt in der Schwangerschaft rufe ich jeden Tag an und erkundige mich und die auch. Die wollten aber jetzt, wenn die Kinder dann da sind, wollte meine Mutter und mein Vater mal herkommen, damit wir ein bisschen helfen können, mit Zwillingen fertig zu werden. Der Erfolg hat eben seinen Preis. Wilma würde auch wieder nach Deutschland gehen, falls ein super Angebot vorliegt. Also seitdem ich jetzt schwanger bin, sagt meine Mutter so, ach, eigentlich wäre es ja schön, wenn du auch in Deutschland mal bei einer Serie spielen würdest oder so, dann wärst du bei uns. Und letztens hatte ich auch ganz konkretes Angebot, da war meine Mutter schon Feuer und Flamme, aber da war das Angebot in der Türkei doch besser. Tja, und so bleibt Wilma vorerst in der Türkei, doch wer weiß, wie es weitergeht. Mittlerweile hat schon Hollywood bei Wilma angeklopft und vielleicht sieht man die Blondine ja auch bald bei uns im Fernsehen oder im Kino. Workaholic Wilma ist jedenfalls alles zuzutrauen. Wie angespannt du da sitzt. Das ist auch geil. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das Lustige ist, ihr seht das nämlich, er bremst mit, er schaltet eigentlich auch mit und das hat Spaß gemacht, das war toll. Vielen Dank.